Stiftung möchte für die Menschen des Altenburger Landes da sein, dann, wenn sie in Krisen sind, wenn sie in psychischen Nöten sind, wenn Menschen hier nicht mehr weiterkommen, wenn sie sich die Sinnfrage stellen, wenn sie psychische Erkrankungen haben, dann möchten wir für sie da sein. Bei uns in der Klinik darf jeder Mensch so ankommen, wie er ist und wird so angenommen mit dem, was er mitbringt und was er im Gepäck hat. Und dann wird gemeinsam geschaut, wohin kann der Weg gehen. Es gibt kein Schema X. Es ist was sehr Individuelles, was hier entstehen darf. Und immer auf Augenhöhe und im gemeinsamen Vorgehen. In der Arbeit mit den Patienten geht es mir darum, tatsächlich ebenbürtig auf Augenhöhe und gemeinsam Lösungen zu finden. Und zu schauen, wie wir die Krise bewältigen können. Also der besondere Beitrag, denke ich, für unsere Patienten ist, dass wir wirklich 24 Stunden Ansprechpartner sind für die Patienten. Wir immer da sind für die Patienten. Ich denke einfach, auch für die ganze mentale Gesundheit ist es wichtig, immer in Bewegung zu bleiben. Deswegen machen wir auch gerne mit Patienten Spaziergänge, Volleyball, Tischtennis, je nachdem, was ansteht, was wir hier gut umsetzen können. Als Besonderheit unserer Klinik sehe ich das breit aufgestellte Angebot an nonverbalen Therapieverfahren an. Also wir haben eine Kunsttherapeutin, eine Tanztherapeutin und eine Musiktherapeutin und natürlich Physio- und Ergotherapeutin. Und ich glaube, dass das nicht selbstverständlich ist, so breit aufgestellt zu sein. Und das ist auch das, was für unsere Patienten besonders ist. Über die Evangelische Lukas-Stiftung können wir den Patienten anbinden an unseren Verein Horizonte. Da gibt es Tagesstätten, da gibt es ambulant betreutes Wohnen. Ja, Horizonte ist für psychisch erkrankte Menschen und wir haben mehrere Einrichtungen hier in Altenburg. Da gibt es zum Beispiel die Zuverdienstfirma, die Tagesstätte, also das Begegnungstreff, die Gärtnerei, Wohnhaus. Unsere Tagesstätte für psychisch Kranke hat die Möglichkeit, einige Arbeitsmöglichkeiten, Arbeitsfelder zu bieten. Wir haben zum Beispiel eine Töpferei, wir haben einen Textilraum, wir haben eine Holzwerkstatt, wo kleine Arbeiten am Bereich Holz gemacht werden können. Und wir haben einen Küchenbereich, wo jeden Tag frisch Lebensmittel zubereitet werden. Wir begleiten Sie, geben Ihnen Tagesstruktur und schaffen es, ihnen Lebensfreude zu vermitteln und einfach ein Stück stärker mit uns gemeinsam zu werden. Ich denke, etwas, was unsere Klinik, unsere Einrichtung von anderen Kliniken mit unterscheidet, ist der diakonische Auftrag, den diese Klinik hat. Das zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass wir eine Seelsorge haben, die auf den Stationen ist, die bei den Mitarbeitern ist, die bei den Patienten ist, die unterschiedlichste Angebote macht, die letztendlich am Puls der Klinik mit dabei ist. In herausfordernden Situationen ist es unglaublich hilfreich, ein Team hinter sich zu haben, auf das man sich verlassen kann. Und das spürt man hier im Haus. Für mich ist es hier ein sehr familiäres Team, ein sehr familiärer Umgangston. Jeder kennt jeden gefühlt im Haus. Egal, ob ich mit dem Kollegen spreche, ob ich mit dem Vorgesetzten spreche, das hat immer den Charakter, ich bin auf Augenhöhe, ich kann mein Anliegen äußern. Teamwork zeichnet sich aus meiner Sicht vor allem dadurch aus, dass jeder ohne Sorge seine Meinung sagen darf, seine Beobachtung sagen darf und es dann eine gemeinsame Entscheidung gibt.
Ich schätze an meinem Team, dass wir es schaffen, trotz der schweren Themen, mit denen wir hier tagtäglich zu tun haben, einen engen Kontakt zu pflegen. Wir tragen uns gegenseitig auch durch schwere Situationen und es ist trotzdem möglich, in den Pausen auch mal zu lachen. Und ich habe das Gefühl, dass wir hier auch mehr sind als ein Team, sondern fast schon wie eine kleine Familie. Am Ende ist meistens immer, wenn die Entlassung ansteht, ein Feedback vom Patienten da. Und wenn das positiv für uns ausfällt, motiviert uns das natürlich immer wieder in unserer Arbeit, dem Patienten geholfen zu haben. Auch wenn das manchmal ein längerer Weg ist. Aber ich denke, dafür sind wir da, den Patienten da zu unterstützen, zu begleiten und auch aufzufangen immer wieder. Ein richtiges Highlight für mich in meiner Arbeit ist es, wenn sich Menschen an etwas herantrauen, was sie sich selbst nie zugetraut hätten. Ganz oft sind auch Wege dabei, die so viel Mut erfordern und die Menschen gehen diesen Weg und finden für sich neue Räume in ihrem Leben. Und das ist großartig.